Die Bundeswehr, die hat inzwischen auch schon Spezialkräfte nach Zypern verlegt, also in der unmittelbaren Nähe der Krisenherde Israel und Libanon. Zu den Aufgaben dieser Elite-Soldaten, die man da verlegt hat, gehört unter anderem auch die Befreiung von Geiseln. Schnell einschweben, hinausspringen, überraschend zuschlagen. Und das unter allen Bedingungen, zu Lande ebenso wie zu Wasser. Das ist der Auftrag der Spezialkräfte der Bundeswehr, wie der KSK. Diese Elitesoldaten könnten nun womöglich im Gazastreifen eingreifen. Am wahrscheinlichsten wären Einsätze, um deutsche Staatsbürger zu befreien, Geiseln oder Menschen, die aus Gaza nicht herauskommen. Reguläre deutsche Soldaten könnten theoretisch eingesetzt werden, normalerweise aber nicht, meint der Militärexperte. Im Moment sehe ich es nicht, weil ich glaube, dass Israel gut vorbereitet ist. Für die möglichen Einsätze ist Zypern die ideale Basis, abseits aller Krisen. Aber die Krisengebiete sind schnell zu erreichen, Gaza ebenso wie Libanon. Denn auch die Deutschen dort könnten schnell in Gefahr geraten. Dort sind auch deutsche UNO-Soldaten. Auf dem Gelände der UNO-Mission in Nakura ist gerade erst eine Rakete eingeschlagen. Der Verteidigungsminister macht sich selbst ein Bild der Lage, erst in Libanon, dann in Israel. Er will dafür sorgen, gemeinsam alles dafür zu tun, dass die Geiseln aus der furchtbaren Gefangenschaft der Hamas so schnell wie möglich befreit werden. Das ist die vordringlichste Aufgabe. Und wir stimmen uns ab, was immer wir tun können, werden wir in dieser Frage tun. Näheres ist über die Mission der Spezialkräfte nicht bekannt. Die Bundeswehr kommentiert diese Einsätze nie. Was die Soldaten in den nächsten Tagen und Wochen möglicherweise leisten müssen, wird man erst erfahren, wenn Deutsche aus Gaza oder Libanon herausgeholt wurden. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.